aufwendig inszenierte Weltpremiere für ein Elektroauto. BMW lässt den neuen i3 zeitgleich in New York, Peking und London enthüllen. Und BMW-Vorstandsvorsitzender Reithofer spricht gar vom Beginn eines neuen Zeitalters der Mobilität. Today's BMW i3 marks the beginning of a new mobility age. Noch nie wurde so viel Wind um ein E-Auto gemacht, noch dazu, wo Elektroautos unter hohen Preisen und niedrigen Reichweiten leiden. Die Marke BMW ist ja eigentlich für ihre sportlichen und luxuriösen Fahrzeuge bekannt und damit bestens im Geschäft. Ob da nun ein knapp 36.000 Euro teurer Elektro-Kleinwagen an die Erfolge der Marke anschließen kann, ist in Fachkreisen umstritten. Für BMW jedoch sind die 3 Milliarden Euro Entwicklungskosten womöglich eine zumindest teilweise gut angelegte Investition in die Zukunft. So profitieren von den technologischen Erkenntnissen, etwa puncto Leichtbau, auch andere BMW-Baureihen. Beim i3 setzt BMW als erster Hersteller Carbon in der Großserie ein. Denn je niedriger das Fahrzeuggewicht, umso höher die Reichweite des Elektroautos. Um das zu erreichen, verwenden wir hauptsächlich zwei Materialien. Einmal Aluminium, das ist eher im Bereich der Bodengruppe, wo auch die Elemente von unserem Antriebsstrang drin sind, Motor, Batterie und Getriebe. Und in der eigentlichen Fahrgastzelle verwenden wir Carbon oder kohlefaserverstärkten Kunststoff. Und damit erreichen wir ein sehr niedriges Fahrzeuggewicht und das trifft sich sehr gut mit den Reichweitenanforderungen, die wir mit dem Fahrzeug erreichen wollen. Dank Leichtbau schafft der i3 eine Reichweite von bis zu 160 Kilometer. Ob das den Kunden reicht, wird sich zeigen. Und es stellt sich die Frage, ob nicht eher anderen Antriebstechnologien die Zukunft gehört. Etwa der Brennstoffzelle, wo aus Wasserstoff Strom für den E-Motor erzeugt wird und Reichweiten von 500 Kilometer kein Problem sind. Immerhin hat Hyundai schon zu Jahresbeginn 2013 mit der Serienproduktion des iX35 Brennstoffzelle begonnen. Wird sich diese Technologie durchsetzen? Also wir schätzen, dass Wasserstoff tatsächlich in kleinen Schritten der Zukunftskraftstoff werden kann, von dem man immer gesprochen hat. Aber es wird natürlich auch noch dauern. Ich glaube hier an einen evolutionären Übergang von herkömmlichen Technologien hin zu Wasserstoff und Brennstoffzelle. Womit werden die Konsumenten kurz- und mittelfristig fahren? Also wir werden in 5 oder 10 Jahren noch immer dasselbe sehen wie heute, nur es driftet immer mehr zu den Alternativtechnologien. Ein Abschnitt in dieser Entwicklung wird wohl auch vom BMW i3 geprägt werden. Der mit 1,2 Tonnen für ein E-Auto sehr leichte i3 startet noch 2013 in Österreich. Der Viersitzer mit einer Fahrzeuglänge von 3,99 Meter und einem Kofferraumvolumen von 260 bis 1100 Liter verfügt über einen 170 PS starken E-Motor. Von 0 auf 100 vergehen eigentlich ganz BMW-typisch sportliche 7,2 Sekunden. Wer mehr Reichweite als die angegebenen 160 Kilometer braucht, kann den i3 gegen Aufpreis mit einem zusätzlichen 34 PS starken Zweizylinder-Benzinmotor bestellen. Dieser sogenannte Reichweitenverlängerer erzeugt dann Strom für Fahrten bis zu 300 Kilometer. Mit dem i3 wurde zugleich die neue BMW-Submarke i auf die Welt gebracht. Ein zweites Produkt der i-Marke ist bereits geplant. Als i8 Concept Spider tourt davon auch schon eine offene Variante des geplanten Hochleistungssportlers von einer Präsentation zur nächsten. Die mit Plug-in-Hybridantrieb versehene Serienversion soll sich mit 2,5 Liter Benzin auf 100 Kilometer begnügen und wird als nächstes i-Modell auf den Markt kommen. Ein Supersportler als Öko-Vorzeigemodell? Was ist der Sinn dahinter? Aus meiner Sicht ist das eigentlich der reguläre Weg, dass ich über ein Premium-Fahrzeug mit neuen Technologien komme und damit auch zeige, dass ein umweltfreundliches Fahrzeug jetzt nicht unbedingt unattraktiv sein muss. Schließlich soll ein BMW auch in Zukunft Freude am Fahren vermitteln.